Hallo Kackbratzen. At last you've come. Friends, the door of fate shall open. Also, wir hatten ja hier auf diesem jämmerlichen Kanal schon viele schlechte Spiele, aber das Juwel, das ich euch heute zeigen möchte. And stop thinking you can order me around. Es stellt sich auch die Frage, ab wann ein Ding so schlecht ist, dass es am Ende sogar wieder gut ist. Und Michigan Report from Hell ist so verdammt scheiße, dass man sich manchmal echt fragen darf, was man eigentlich gerade gesehen hat. Rein technisch gesehen ist es so schön wie ein Zugunfall und im Prinzip hat dieses Horrorspiel auch kaum nennenswerte Gameplay-Elemente. Aber es ist so verdammt seltsam, dass man es unbedingt mal gespielt haben muss. Entwickelt wurde dieses feine und mundgeklöppelte Stück Software von Grasshopper Manufacture, die ja an sich schon für Spiele mit einer komplett anspruchsvollen Story und logischen Gameplay bekannt sind. Wir sollten an dieser Stelle Suda51, also dem Kopf der Entwicklerbutze, dem wir auch schon das formidable Killer 7 zu verdanken haben, ein großes Dankeschön aussprechen und vielleicht eine Kerze anzünden. Im Jahr 2004 wurde Michigan Report from Hell in Japan für die PS2 veröffentlicht und ein Jahr später dann auch in Europa. Allerdings ist der Release im Westen nur einen Alleingang des Publishers mit Hilfe von 505 Game Street zu verdanken, da sich Suda dessen überhaupt nicht bewusst war, da seiner Meinung nach das Spiel für den Westen nicht wirklich geeignet war. In Amerika wurde das Spiel erst gar nicht veröffentlicht, da Sony Amerika vergeblich nach Gameplay suchte und dem Spiel somit eine Veröffentlichung verweigerte. Also nicht mal in Michigan. Obwohl man ja dann auch gar nicht in Michigan spielt, sondern in Chicago. Der Name rührt vom angrenzenden See Lake Michigan. Solltet ihr nun wissen wollen, warum das Spiel so heißt, wie es eben heißt. Und dabei hat Michigan Report from Hell enorm viel Gameplay. Sofern man Mädchen unter den Rockfilmen und Leuten beim Sterben zusehen so bezeichnen kann. Seit der Resident Evil-Reihe waren Survival-Spiele der heißeste Scheiß. Nicht viele waren gut und diejenigen, die nicht gleich zum Kotzen waren, kopierten das immer gleiche Rezept. Das erkannte auch Suda und wollte daher mal etwas komplett anderes machen. Good evening, everyone. This is Pamela Martell. We report tonight on a strange phenomena. An unusually thick fog, the cause of which is still unknown, has cropped up in the southwestern area of Lake Michigan. Die Geschichte wurde von Anfang bis Ende mit höchster Sorgfältigkeit geschrieben. Sie beginnt mit einem Flugzeug, das in den besagten Lake Michigan abgestürzt ist. Von dem See aus verbreitete sich nun ein todbringender Nebel, der nicht nur die ganze Stadt verschlingt, sondern deren Einwohner auch in blutrünstige Monster verwandelt. Idiots! I told you to stay away! Es liegt nun am Fernsehsender Saka TV, die Welt über dieses Unglück zu informieren und schickt dazu ein besonders sexy Nachrichtenteam aus, um der Sache mal auf den Grund zu gehen. Yikes! What the hell? Der Spieler schlüpft nun in die Rolle eines Kameramanns, der mit seiner Linse nicht nur all die Monstrositäten festhalten muss, sondern gelegentlich auch nachsieht, ob der Biber seine Hecke getrimmt hat. I guess it could be a good thing. Okay, das klingt jetzt nach einem sehr ungewöhnlichen Horrorspiel. Und mal davon abgesehen, dass man in Michigan Report from Hell nicht nur dafür belohnt wird, mit seiner Kamera auf Titten und Ärsche zu richten, hat das Spiel tatsächlich einige sehr grausame Momente. I was just the stagehand. Wait, don't... Allerdings besteht die größte Grausamkeit im Gameplay, weshalb man sehr, sehr oft seinen Controller mit voller Wucht gegen die Wand donnern möchte. Sehr ungewöhnlich ist eben, wie man Michigan Report from Hell spielt. A cameraman can only use his body, you see? He can't take his hands off the camera. Als Kameramann hat man keine freien Hände, um mit den Dingen in der Welt interagieren zu können. Anstatt nun selbst mit seinen Händen irgendwas zu befummeln, richtet man seine Kamera auf alle möglichen Objekte im Spiel, mit denen man interagieren möchte, und klickt dann wie ein Verrückter auf die X-Taste. We've got to work as a team, okay? Möchte man zum Beispiel, dass die Reporterin eine Tür öffnet, richtet man den Sucher auf den Türknopf und hofft, dass die Ische früher oder später auch die Tür öffnet. Möchte man, dass die Trulle einen Gegner erschießt, markiert man den Feind und betet, dass die Reporterin schnelle Reflexe hat. Film it! Film that thing! Und das ist im Prinzip auch schon alles, was das Gameplay betrifft. Außerdem erhalten Spieler Punkte für die Kameraaktivität. Hier stehen einem drei verschiedene Kategorien zur Verfügung. Spannung, unmoralisch und Erotik. Die Tiefe des Spiels ergibt sich aber nicht nur aus dem Punktesystem, sondern auch aus eurem Nachrichtenteam selbst. What? Is that any way to talk to me? Behind you! Greg! What? What?
Wenn ihr eine Ische sterben lasst, tritt eine neue Reporterin an ihre Stelle. Sie sehen alle unterschiedlich aus und haben unterschiedliche Namen und Persönlichkeiten. Je nachdem, wie viele überleben und welche moralischen Entscheidungen man trifft, kann man bis zu 5 verschiedene Enden freischalten. Darüber hinaus wird das Team noch vom Tonmann Briscoe begleitet. Er kann nicht sterben und dient im Prinzip nur zur Belustigung und ab und zu gibt es sogar hilfreiche Ratschläge von ihm. God, that is disgusting. Kommen wir aber schnell auf das Punktesystem zurück und beginnen mit dem Grundlegendsten. Spannung. Dies ist die einzige moralisch gute Kategorie, in der man Punkte erhält. Um nicht zu versagen, sollte man sich wie ein richtiger Kameramann verhalten. Um die Spannung zu erhöhen, müssen Spieler die Leute filmen, wenn sie sprechen und Aufnahmen von Dateien, Memos oder anderen handlungsrelevanten Hinweisen machen, die man im Level so finden kann. Man sollte auch immer so gut es geht seinen Leuten helfen und ihnen nicht tatlos beim Sterben zu sehen. The train's coming! Hey! Als nächstes haben wir unmoralisch. Punkte gibt es hier, und ihr habt es vielleicht schon erraten, wenn man seinen Leuten nicht hilft und ihre grausamen Tod auf Film bannt. Man sollte hier allerdings einen festen Magen haben, denn es gibt eine Menge Blut und Gore zu sehen. What's the matter with you? I'm gonna stop it! Allerdings bekommen hier auch die Ohren eine Menge zu tun, denn es warten die wohl fürchterlichsten Schreie auf euch, die ein Mensch jemals mit seiner Raucherlunge erzeugt hat. Allerdings sind es in erster Linie nicht Todesschreie, sondern das Geheule unseres Kameramanns. Zu guter Letzt haben wir dann noch Erotik. Und ihr ahnt wohl, was sich hier für eine Gameplay-Mechanik versteckt. Don't wait until it's too late! Hey, what the hell is the matter with you? Erotik erfordert vom Spieler beinahe schon den höchsten Körpereinsatz. Denn um auch wirklich gute Bilder zu machen, muss sich der Kameramann des Öfteren auf den Boden legen, um dann aus dieser strategisch günstigen Position direkt auf die 12 zu filmen. Mmh, what a great angle! Wahlweise kann man natürlich mit weniger Aufwand Titten und Ärsche filmen, aber sagen wir es mal so. Das Spiel bietet enorm viele Gelegenheiten, den Damen mit ihren gespreizten Beinen direkt auf ihre schlecht aufgelöste Unterwäsche zu starren, während sie dabei bestialisch ermordet werden. Und man sollte auch nicht eine zu enge Bindung mit Pamela aus dem Tutorial knüpfen, denn die Dame geht aus Gründen der Handlung zu 100% über den Jordan. Aber man darf sich auf ein Wiedersehen freuen, denn Pamela wird später im Spiel zurückkehren. Allerdings hat sie sich eine übergroße Muschi mit Zähnen wachsen lassen. Schaut mich jetzt nicht so an. Es ist ja nicht so, als ob ich mir das jetzt ausgedacht hätte. Ihr könnt euch gerne selbst davon überzeugen. Poor Pamela. I can't believe this. Yes, it's horrible what happened to Pamela. Wenn man nun nicht selbst sterben kann, worin besteht eigentlich die Gefahr im Spiel? Abgesehen davon, dass man kinderleicht an einem Herzinfarkt sterben kann, muss man keine große Angst im Spiel haben. Die Geschichte ist so aufgebaut, dass wenn eine Reporterin den Löffel abgibt, man sofort ins nächste Szenario katapultiert wird und man dabei ganze Handlungsstränge und sogar ganze Etappen ohne Erklärung überspringt. Man wird also komplett ahnungslos zurückgelassen. Allerdings wartet dann tatsächlich eine Strafe für den unfähigen Spieler. Haben alle Damen ins Gras gebissen, wartet der allerletzte Reporter auf seinen Einsatz. Er heißt Mark, ist ein Typ und überhaupt nicht sexy. Des Weiteren kann er nicht sterben. Anscheinend besteht also die Strafe darin, den voyeuristisch veranlagten Spieler nicht mehr auf Titten schauen zu lassen. Aber für ein Horrorspiel reicht das nicht wirklich und klingt absolut absurd. Ohne einer Reporterin ist der Spieler komplett nutzlos. Man ist ja nicht mal in der Lage, eine einfache beschissene Tür zu öffnen und so rennt man wie ein Huhn durch das Level und muss dabei hoffen, dass der Reportertante nicht das Hirn in die Unterhose gerutscht ist. Das weiß zum Glück auch die gegnerische KI und ist dementsprechend langsam, aber trotzdem hat die Geduld auch hier irgendwann ein Ende. We're not gonna leave you! I can take this thing. Just get out of here! I'm all right. I've still got some bullets left. I'll make this thing blow up from inside. Nina! Look out! Für ein Horrorspiel bietet Michigan Report from Hell so viel Interaktion wie ein Cookie-Clicker, allerdings mit mehr Blut- und Upskirt-Inhalten. Leider hat es der japanische Bonusinhalt nicht in die europäische Version geschafft, denn hat man hier das Spiel ohne bleibenden Schaden beendet, wartet mit Yingling eine Bonusreporterin mit 2 extra großen Möpsen auf den Spieler. Es gibt aber ein Ding, das dieses Horrorspiel wirklich gut hinbekommen hat. Den dichten Nebel. What was that thing? Did you drive it away? Vielleicht liegt es an der Hardware der PS2, aber wenn es darum geht, ein Level mit einer dicken Nebelsuppe zu füllen, dann hat diese Konsole wirklich den ersten Platz verdient.
Und was die Atmosphäre betrifft, so kann man in Michigan Report from Hell wirklich nicht meckern. Es gibt die üblichen blutbeschmierten Wände, lachende Puppen und einen passenden Soundtrack, der einem eine gute Portion Gänsehaut beschert. Doch die Atmosphäre geht spätestens dann flöten, wenn unser Hauptdarsteller seinen Mund aufmacht. I'm alright. I can get up by myself. Thank you very much for helping me. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster wagen, aber ich behaupte mal, dass die absolut grauenhafte Synchro pure Absicht war. Anders kann ich mir diesen Brechdurchfall einfach nicht erklären. Die Grafik ist jetzt eher ein großes Mischmasch von Gefühlen. Die Charaktere hat man jedoch ganz gut hinbekommen, wobei man den Damen im Spiel eine deutlich größere Portion an Realismus und Details spendiert hat, wenn auch nur auf bestimmte Körperteile konzentriert. What? Are you filming me? Der Rest vom Spiel ist relativ düster und optisch ein wenig langweilig. Wären dann nicht die Monster. Hier hat man alles richtig gemacht und absolut bizarre und ekelhafte Kreaturen ins Spiel geworfen, bei deren Anblick einem noch locker das Frühstück von vorgestern rückwärts durch die Speiseröhre geht. Wäre Michigan Report from Hell ein richtiges Horrorspiel geworden und nicht dieser lächerlich und absichtlich hingerotzter Zukunglück, dann könnte es vermutlich schon auf einer Linie mit Silent Hill 2 stehen. Und ja, ich schäme mich für diesen schrecklichen Vergleich. Das Spiel hat halt mit Survival Horror nicht viel gemeinsam, da man nicht selbst um sein Überleben kämpft, sondern über das Wohlergehen seiner Kolleginnen, denen man aber die gesamte Zeit lieber in den Ausschnitt und unter den Rock glotzen wird. Und wer sich jetzt auf länger anhaltende Schockmomente freut, wird vermutlich auch sehr enttäuscht sein. Die wirklich krassen Dinger bekommt man vielleicht nur für ein paar Sekunden zu sehen, da man mehr oder weniger beschäftigt ist, mit einer Kamera auf Türklinken zu zeigen oder auf irgendwelche Memos zu glotzen. Und auf Unterhosen. Michigan Report from Hell weiß nicht so recht, was es will. Man hat mit der Brechstange versucht, ein Survival-Horror-Spiel zu entwickeln, das anders als alles andere sein sollte. Es ist eher ein gespielter Snuff-Film ohne Verstand, dafür mit sehr viel Voyeurismus und Humor, der vermutlich sehr unter die Gürtellinie geht. Und genau dafür wird der Spieler ja auch belohnt. Das Spiel ist ein komplettes Durcheinander und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das alles Absicht war oder ob bei dem Versuch, anders zu sein, eben alles in die Hose ging und man somit eine saftige Bremsspur hinterlassen hat. Aber eins hat man jedenfalls geschafft. Man hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, die aber im Laufe der Zeit irgendwie im Sand verloren gegangen ist. Wenn man vor Risiken und Nebenwirkungen keine Angst hat, dann sollte man mal einen Blick auf diese Perle aus Kot werfen. Es ist definitiv kein Spiel für jedermann, aber all jene, die sich an extrem blutigen Bildern ergötzen, werden hier definitiv sehr viel Spaß haben. Für den wahren Survival-Horror-Fan der alten Schule ist dieses Spiel vielleicht etwas zu over the top, aber wenn man mal abseits des immer gleichen Resident Evil einerlei ein Spiel sucht, das verdammt schreckliche Monster hat, dann ist man hier genau richtig. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.